Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Opposition Box von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Opposition von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrock. Jawohl. Es ist das 10. Album der Band Freiwild und ich habe euch diese Box ja bereits vorgestellt, allerdings in einer anderen Variante. Das war die reguläre Box, die Opposition Box, eine Metallbox war das damals und ich habe auch heute wieder eine Metallbox. Allerdings ist das in diesem Fall die sogenannte Extreme Edition. Also Opposition Extreme Edition lesen wir hier auf dem Cover. Darüber das Freiwild Logo, also das gehörnte W, aber natürlich auch der Schriftzug Freiwild hier zu lesen. Dann haben wir hier ein sehr interessantes Cover, wie ich finde. Und zwar haben wir hier einmal den Frontmann der Band, Philipp Burger. Und in diesem sehen wir auch die anderen Bandmitglieder. Also alle vier Herrschaften hier vereint in einer Person. Sieht so nach Live-Auftritt aus, also hier mächtige Kulisse, jede Menge Leute vor der Bühne. Dann haben wir hier noch das Artwork von Opposition, diese rote Flamme, rundherum der rote Kreis. Und das Ganze wurde auch entsprechend geprägt. Also wenn man hier seitlich mal drauf schaut, man kann das hier auch wirklich fühlen. Hier ist jedes Element einzeln geprägt. Freiwild Extreme Edition lesen wir hier. Hier dann auch nochmal. Okay, also rundum. Zweimal in Rot, zweimal in Weiß. Und auf der Unterseite haben wir dann die Info, was sich in dieser Box befindet. Das Ganze ist hier mittels einem Zettel drangeklebt. Freiwild Opposition Extreme Edition. Diese Box enthält 5 Discs. Spezielles Digipack mit 3 CDs. Alle Tracks der Oppositionsveröffentlichungen inklusive B-Seiten plus 3 komplett neue Songs plus 9 Opposition Live Hidden Tracks. 2 DVDs, Tour-DVD, Road-Movie. Okay. Dann haben wir die Beteiligten hier und rechts unten gibt es dann noch einen Barcode. So, die Box, die Special-Box ist von 4merch.com. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier öffnen. Also der Deckel ist abnehmbar. So. Hier kann man dann auch nochmal die Prägungen sehen. Wunderbar. Als erstes haben wir hier einmal eine Schicht Luftpolsterfolie, die den Inhalt hier entsprechend schützt. Jawohl. Dann haben wir das Album, die Extreme Edition von Opposition hier im Digipack. Darunter ein sehr dickes Booklet. Und ansonsten, ich glaube, das war's soweit. Genau. Also eine silberne Metallbox, innen silber auf jeden Fall, und dann hier noch so einen Einsatz, der hier entsprechend noch so ein bisschen mit Stoff ausgekleidet ist und hier findet das Ganze dann gut Platz. So, genug zur Box, die packen wir mal zur Seite. Wir kommen zum Inhalt. Wir haben hier zwei Teile, die sich in der Box befinden. Einmal das Booklet und einmal das Album. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Album. Es ist ein ganz spezielles Digipack, denn es ist echt umfangreich vom Inhalt und auch sehr speziell von der Gestaltung dieses Digipacks. Also hier haben wir wieder das Cover. Das kennen wir ja schon von der Box. Auf der Seite lesen wir wieder Freiwild Opposition Extreme Edition. Dann haben wir hier oben noch die Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir den gesamten Inhalt, den wir hier vorfinden. Also CD1 mit 12 Tracks, CD2 nochmals mit 12 Tracks und CD3 auch nochmal 12. Das sind insgesamt dann 36 Tracks. Das ist unfassbar. Und dann haben wir zwei DVDs mit dabei. Einmal die DVD Live in Deutschland. Hier haben wir Live-Konzert, also diverse Titel, die hier live gespielt wurden. 23 wurden hier nummeriert. Und dann haben wir hier die DVD Nummer 2 mit Road Movie, Konzertausschnitt Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol. Also,
Da gibt es echt einiges zu hören und zu sehen. Dann haben wir noch die Daten zu den DVDs, also die technischen Daten zur DVD 1 und zur DVD 2. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, das Ganze lässt sich hier aufklappen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Jawohl. So stellt man sich das vor. Wir haben hier oben einmal Philipp, dann Jonas, den Jochen und den Philipp. Also alle vier Bandmitglieder hier vereint. Hier unten auf dem letzten Ausklappteil gibt es dann hier noch ein Riesenfoto, also ein Foto der Riesenzuschauermenge. Das Foto ist genauso groß wie die anderen. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal einzeln hinein, denn in jedes dieser Elemente, in jeder dieser Stecktaschen hat man hier natürlich eine CD bzw. DVD reingepackt. So, wir starten hier oben links mal. Wir haben hier einmal CD 1. So sieht die aus. Legen wir dabei mal zur Seite. Dann machen wir hier gleich in der Mitte weiter. Gar nicht so einfach, die da rauszuholen. So, aber jetzt CD Nummer 2. Dann CD Nummer 3. Wie gesagt, auf jeder einzelnen dieser drei CDs haben wir je 12 Tracks. Und hier unten dann in der Länge, senkrecht nach unten, haben wir dann die DVDs. Wir haben hier ganz unten eine DVD. Also DVD 2, hier mit dem FSK 12 Logo. Und dann haben wir natürlich auch noch in der Mitte eine weitere DVD, nämlich DVD 1. Jawohl. So, das Ganze ist dann eben, wie gesagt, in Schwarz-Weiß. Und wenn man es dann komplett aufklappt, hier so in einer in so einer Kreuzoptik, dann werden wir das mal wieder zumachen. Hier kommen dann eben auch noch Fotos zum Vorschein, die wir jetzt vorhin gar nicht so gesehen haben. Und dann machen wir es mal wieder zu und kommen zum Booklet. Das ist auch echt heftig, weil es ist kein einfaches Booklet, sondern es ist hier wirklich so ein gebundenes Booklet. Freiwild Opposition Extreme Edition lesen wir auch hier. Und es ist sehr dick, das Booklet. Kommt wahrscheinlich auch daher, da wir 36 Tracks haben. Und wie ich die Jungs, wie ich die Band kenne, gibt es hier jede Menge Lyrics. So, wir haben hier Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann kommen wir auch schon zu CD 1. Jawohl, so stellt man sich das vor. Hier haben wir die einzelnen Tracks. Natürlich mit der Info, wer hat Musik, wer hat Text beigesteuert. Und dann haben wir hier die einzelnen Strophen und die Refrains. All das kann man hier nachlesen. Und dann zwischendurch auch immer wieder Schwarz-Weiß-Fotos. Ja, also wie man sehen kann, hier ist echt jede Menge Inhalt. Schade, dass das nicht durchnummeriert ist von den Seiten, aber es sind echt einige Seiten, also bestimmt 60 oder 80. So, dann zum Schluss haben wir noch die Credits zum Album natürlich. Also Credits CD lesen wir hier. Und dann haben wir hier auch noch die Credits der DVD. So, was haben wir dann hier noch? Hier haben wir noch die Infos zu Merchandise, beziehungsweise zu den ganzen Leuten, die da auf Tour, die da bei so einem Konzert mit involviert sind. Und dann das, das wir schon kennen von der Digipack-Rückseite. Jawohl. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Booklet mit ohne Ende Fotos und Lyrics. Dann haben wir die beiden DVDs. Einmal das Live-Konzert oder Live-Titel in Deutschland gespielt und dann auf DVD 2 noch Road Movie plus die Konzertausschnitte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und zusätzlich natürlich noch die drei CDs mit je 12 Tracks, also insgesamt 36 Tracks auf diesen drei CDs verteilt.
Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Extreme Edition Opposition von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.